Ich hoffe, das funktioniert so und möchte unseren Vortrag auf gute Nachbarschaft, Artenvielfalt durch naturnahes Siedlungsgrün zunächst mal mit dem Inhalt vorab beginnen. Ich würde zunächst etwas erzählen über biologische Vielfalt oder eben Biodiversität und über das heutige Faktum des Artensterbens. Das soll etwa bis 7:30 dauern. Dann wird die Kollegin Helena Sommer wird über zwei Projekte sprechen. Einmal über dieses heute schon mehrfach erwähnte Naturnah dran und zum anderen über die Möglichkeit, Naturgartenwettbewerbe zu starten, unter dem Titel Hier brummt's. Das Ganze soll dann bis 7:50 etwa dauern. Dann wollen wir eine kleine Pause machen, 10 Minuten etwa, um dann den Weg freizugeben für Michaela Senk, die über Naturgärten und auch Naturbalkone etwas erzählt, auch ausführlich erzählt. Dann hätten wir noch Zeit oder räumen noch Zeit für Fragen ein und würden dann gerne um 21 Uhr mehr oder minder pünktlich den Abend beschließen. Heute wird immer mal wieder, meines Erachtens noch zu wenig über den Rückgang der biologischen Vielfalt oder wenn man es vereinfacht, zwar nicht ganz richtig, aber doch einfach ausdrückt, über den Rückgang der Artenvielfalt spricht, dann ist es etwas, was in dieses Ranking unserer weltweiten Unwuchten auf unserem Planeten immer noch nicht in dem Maße betrachtet wird oder beachtet wird, wie es meines Erachtens sein sollte. Wir erinnern uns ja alle noch lebhaft und es läuft ja jetzt wieder auf an die Covid-Krise, an die Corona-Krise. Das war ja etwas, was gut 2 Jahre lang unser Bewusstsein bestimmt hat. Und man hatte den Eindruck, es gibt nichts Schlimmeres mehr als Corona. Wenn man sich diese Grafik hier anguckt, dann kann man sehr wohl zu dem Schluss kommen, im Ranking unserer heutigen Bedrohungen ist Corona oder ist Covid wirklich erstmal nur eine ganz kleine Bedrohung. Und ich denke mal, dass heute weltweit am intensivsten über die Klimakrise gesprochen wird, über den Klimawandel. Wenn man sich diese Grafik anschaut, dann ist es sicherlich eine der großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, aber sicherlich auch nicht die größte. Dirk Steffens, Ihnen und euch allen sicherlich bekannt aus mehreren Fernsehsendungen. Er ist als Wissenschaftsjournalist unterwegs, macht zum Beispiel die Sendung Terra X. Und der hat einen Spruch geprägt, den ich eigentlich sehr treffend finde, den es ja durchaus zu diskutieren gilt. Er sagt nämlich, dass der Klimawandel bedroht die Art, wie wir leben, aber das Artensterben oder man kann auch sagen, die Biodiversitätskrise stellt in Frage, ob wir überhaupt leben. Denn ohne die Vielfalt des Lebens ist auch unser Dasein nicht möglich. Und wenn man das so hört, dann kann man dieses Bild eigentlich ganz gut nochmal nachvollziehen. Denn tatsächlich ist die biologische Vielfalt das Leben schlechthin auch unsere Grundlage, mit der wir nicht besonders pfleglich umgehen, wie ich hier in Naturschutzkreisen, glaube ich, nicht näher erläutern muss. Schauen wir uns mal an, wie sieht es denn aus mit dem Stand der Dinge? Von allen heimischen Farn- und Blütenpflanzen sind 26% im Bestand gefährdet und 2% bereits ausgestorben oder verschollen, das heißt aber auch unwiederbringlich verschwunden. Von den heimischen Tierarten sind 36%, also mehr als ein Drittel bedroht, und 3% ausgestorben oder verschollen. Und wenn da oben steht, dramatischer Rückgang der Artenvielfalt, dann zeigt der dritte Punkt, dass es zu kurz gegriffen ist. Denn wir müssen uns heute auch über die Lebensräume, über den Zustand der Lebensräume, man kann auch sagen, der Adressen, unter der diese Arten zu finden sind. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass über 70% der Lebensräume mehr oder weniger gefährdet sind. Das heißt, die Grundlage, die Daseinsgrundlage der Arten schwindet zunehmend und das ist eine Herausforderung, der wir uns einfach stellen müssen. Sonst haben wir selber zunehmend Probleme, weiterhin zu bestehen. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich anschaut, wie steht es um die Biodiversität?
ist in der Einförmigkeit, in der Monotonie von Lebensräumen zu suchen. Es gibt ja in der Ökologie diese Grundregel, je vielfältiger ein Lebensraum, desto vielfältiger kann auch die Artengemeinschaft sein, die in diesem Lebensraum vorkommt. Wenn wir uns jetzt mal diese drei Bilder anschauen, auf der linken Seite eine Feldflur, ein Acker, stellvertretend für die Agrarlandschaft, ein Bild, das die Monotonie in einer großen Monokultur zeigt. In der Mitte eine Stadtlandschaft, die, wenn man auf diesem Bild nach Grün sucht, also nach Pflanzen, auch sehr, sehr einförmig ist, denn da ist praktisch nur Asphalt und Beton zu sehen. Das ist maximal lebensunfreundlich. Und leider sind auch die Freiräume in den Städten oder auch in den Siedlungen allgemein, nämlich die Gärten, die ja eigentlich Orte, Wuchsorte für Pflanzen und Lebensorte für Tiere sein könnten, die sehen vielfach ja auch eher so aus wie auf dem rechten Bild, oder ich zeige nachher noch ein etwas härteres. Das heißt, das sind auch keine guten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie sind ebenfalls sehr monoton, wenig abwechslungsreich. Und diese Banalisierung von Lebensräumen, also diese Einförmigkeit, ist si sicherlich einer der wesentlichen Gründe für den Rückgang der biologischen Vielfalt in den verschiedenen Lebensraumtypen. Es werden ja alljährlich, nee, manchmal auch in mehrjährigem Rhythmus, die sogenannten roten Listen von verschiedenen Artengruppen, Artengemeinschaften fortgeschrieben. Die roten Listen sind gewissermaßen das abgelesene Fieberthermometer, an dem man den Zustand der Patienten, in diesem Falle der Brutvögel Baden-Württembergs, ablesen kann. Das spiegelt im Diagramm hier die letzte rote Liste Baden-Württembergs, die ist im Dezember 2022 erschienen, wieder, wie es da um den Artenbestand bestellt ist. Wir haben in diesem Falle 200 Brutvogelarten, die regelmäßig in Baden-Württemberg brüten, dargestellt. Und man muss feststellen, dass mehr als die Hälfte der Arten im Bestand mehr oder weniger gefährdet oder sogar 13,5% bereits erloschen sind. Also nicht mehr die Hälfte unserer Arten an Brutvögeln in Baden-Württemberg sind ungefährdet und man muss sich über deren Fortbestand keine Gedanken machen. Eine Kategorie, die sogenannte Vorwarnliste, ist zwar streng genommen noch keine, die in der roten Liste Eingang gefunden hat, allerdings bezeichnet diese Vorwarnliste Arten, deren Bestände in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich zurückgegangen sind. Sie sind sozusagen auf der Schwelle in die Gefährdungskategorien der roten Listen und das sind immerhin 12,5%. Das sind solche Arten, die, von denen man immer dachte, die sind allgegenwärtig und die, über die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist eben nicht mehr so. Der Haussperling wäre so eine Art, niemand hätte je gedacht, dass der Haussperling mal gefährdet wird, aber er ist auf dem Sprung dorthin. Eine andere Artengruppe, die Wildbienen, in diesem Falle nicht Baden-Württemberg, sondern ganz Deutschlands, sind hier dargestellt, wobei die rote Liste, die da zugrunde liegt, die ist von 2011, also nicht mehr die frischeste, wobei man eben sagen muss, dass bei so einer recht speziellen Artengruppe die Leute, die sich intensiv damit beschäftigen und also die Bestände auch beschreiben können, die sind nicht so häufig. Man arbeitet gerade an der neuen roten Liste, aber auch hier sehen wir, dass deutlich oder ein, sagen wir, lediglich ein starkes Drittel ungefährdet ist. Die Rottöne sprechen für sich. Wir haben 41% an bestandsgefährdeten Arten und 7% sind hier bereits ausgestorben oder verschollen. Auch da also die Situation sehr bedenklich, sehr bedrohlich. Als zwei Beispielarten sehen wir hier die bunte Hummel, die auf der roten Liste als gefährdete Art gilt. Und darunter die Knauziensandbiene, eine Art, die sehr hoch spezialisiert ist im Blütenbesuch, nämlich nur an der Witwenblume und an der Skabiose auch Pollen sammelt. Die Art steht auf der Vorwarnliste, zumindest auf der alten von 2011. Eine aktuellere kann ich Ihnen im Moment für Deutschland leider noch nicht anbieten. Aber wir sehen auch hier, dass die Situation eine recht bedrohliche ist. Der Anteil gefährdeter Arten ist hoch. Wenn man als
Artengruppe, die Insekten insgesamt herausnimmt, nämlich die artenreichste Gruppe überhaupt, und versucht, sie in das Ökosystem oder in die Funktion des Naturhaushaltes einzuordnen, dann kann man sagen, dass sie gleich auf verschiedenen Ebenen unverzichtbar sind für den Naturhaushalt. Zum einen oben links zu sehen als Nahrungsquelle. Natürlich, viele Vögel fressen Insekten, aber denken wir an die Fledermäuse, die nachts Insekten jagen, denken wir an viele Reptilien. Und natürlich auch innerhalb der Insekten gibt es ja welche, die räuberisch leben und andere Insekten fressen. Und die Biomasse, die die Insekten stellen, ist eine, man kann der Versuchung unterliegen zu sagen, eine ungeheure und nahezu unbegrenzte. Aber auch das ist heute nicht mehr der Fall. Sie alle haben von der sogenannten Krefelder Studie gehört, die 2016 publiziert wurde, wo dann ein erheblicher Rückgang von Arten innerhalb von 20 Jahren sind dann über 87% der Biomasse verschwunden der Insekten. Also das ist ein Rückgang, der kaum noch nachvollziehbar ist, der aber auch an anderen Studien da nachgewiesen wurde. Die Bestäubungsleistung von Wildbienen, von Schmetterlingen, auch von der Honigbiene ist ein Punkt, ein ganz zentraler Punkt im Naturhaushalt. Ich komme gleich noch bei einer Grafik darauf zu sprechen. Ohne diese bienenfleißigen Tiere ist die Bestäubung eben nicht so gegeben, wie wir es kennen und wie wir sie auch immer als verlässliche Größe bisher gesehen haben. Samenverbreitung ist ein Punkt, wo Insekten auch eine enorme Rolle spielen. Bei uns sind vielfach die Ameisen ganz zentral bei der Verbreitung von Arten. Viele Pflanzenarten bieten den Ameisen sogar süße Anhängsel an ihren Samen an, damit die Tiere, die Ameisen nämlich, den Samen in die Nester tragen und so für die Verbreitung sorgen. Also Insekten werden auch durchaus genutzt von den Pflanzen für die Verbreitung. Nährstoffbereitstellung, Sie sehen hier dieses Bild von dem langsam vergehenden Baumstamm. Insekten haben einen ganz erheblichen Anteil daran, dass zum Beispiel Holz zersetzt wird, wieder remineralisiert. Da haben natürlich auch Pilze und Bakterien und andere Organismen einen erheblichen Anteil daran. Aber gerade in den ersten Stufen dieser Zersetzung von Holz sind Insekten von enormer Wichtigkeit. Und man sieht schon an diesen vier Beispielen nur, man könnte viel mehr nennen, an welchen Stellschrauben Insekten eine ganz wesentliche Funktion im Naturhaushalt haben. Hier nochmal ein Bild, was die Bestäubung von Kulturpflanzen in diesem Falle darstellt, wie sie von Insekten vollzogen wird. Die verschiedenen Farben signalisieren die verschiedenen Insektengruppen. Die Honigbiene ist in Rosé dargestellt, Wildbienen in ihrer Gesamtheit in Gelb. Ameisen haben dieses Türkis, Fliegen sind Rosé und Käfer, ja, dunkelrosa und die sonstigen in Lindgrün. Ich will jetzt beileibe nicht jede Pflanze hier durchsprechen, aber ich möchte den Blick einmal auf die Kirsche ganz oben setzen. Das sind alles Untersuchungen, die gemacht wurden über viele Jahre hinweg. Und bei der Kirsche sieht man sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass diese recht früh blühende Obstart von einer großen Blütenbestäubergemeinschaft bestäubt wird. Und dass es sträflicher Leichtsinn wäre, sich sozusagen auf die Honigbiene zu verlassen, die natürlich als Nutztier der Imkerei in guten Händen ist, aber die beileibe eben nicht die einzige Bestäuberin ist im Insektenreich. Von daher sind wir gut daran, dass wir dafür sorgen, eine vitale Insektengemeinschaft zu haben, um eben alle diese Funktionen durchführen zu lassen. Und wir alle wissen, dass es um diese Vielfalt in der Insektenwelt eben nicht besonders gut bestellt ist. Für die Kaffeetrinker unter uns möchte ich dann noch den Blick auf die letzte Zeile setzen. Das ist die Sorte Robusta, also nicht Arabica, Robusta, an der man festgestellt hat, dass diese ausschließlich von Wildbienen bestäubt wird. Ja, das ist jetzt so ein Bild, das leider keine Ausnahme darstellt. Es ist uns allen bekannt, dass viele Vorgärten dieses triste Erscheinungsbild hier haben. Wir alle wissen auch, dass ich will es gar nicht Gärten nennen, solche Schotterwüsten heute nicht mehr erlaubt sind. Sie waren eigentlich nie erlaubt, aber man hat alle Augen zugedrückt und ich bin gespannt, ob die Kommunen es hinbekommen,
diese Altlasten hier Stück für Stück zu beseitigen. Ich sehe da keine große Bereitschaft, aber diese Flächen sind nach dem Naturschutzgesetz nicht mehr erlaubt. Und nicht bebaute Flächen sind als gärtnerische Flächen zu nutzen und eben nicht als Schotterhalden, so wie hier. Das ist auch keine gute Grundlage, weder für die Pflanzenwelt, schon gar nicht für die Tiere. Es geht auch anders. Man kann urbane Räume, Gärten, aber eben auch andere Grünflächen in den Städten, in den Siedlungen auch ganz, ganz anders gestalten, viel naturnäher. Und dann ist eben der Tisch gedeckt für eine ganze Reihe von Tierarten. Hier in diesem Bild sieht man nur mal als Stellvertreter für die samenfressenden Vögel den Distelfink. Als Schmetterlinge haben wir den kleinen Feuerfalter und den Schwalbenschwanz, die durchaus beide auch im Siedlungsbereich vorkommen. Vor allen Dingen dann, wenn die Futterpflanzen für die Larven, für die Raupen zu finden sind. Beim Schwalbenschwanz sind das Doldenblütler, beim kleinen Feuerfalter wäre das der kleine Sauerampfer, eine Pflanze, die gar nicht so furchtbar selten ist, aber sie muss eben da sein, sonst kann der Schmetterling nicht existieren. Und wenn die Grünflächen auch etwas größer sind, dann kommen dann auch wieder die Insektenfresser zum Zuge, Eidechsen hier zum Beispiel. Und natürlich bei einem gut gedeckten Tisch von Nektar und Pollen finden wir dann auch die entsprechenden Blütenbestäuber, wie die Wildbienen in der Mitte zu sehen. Auf dem großen Bild ist die gelbbindige Furchenbiene, eine Bienenart, die in den letzten Jahren häufiger wird und auch in die Siedlungen kommt. Oben rechts eine Ackerhummel und unten, Entschuldigung, eine goldglänzende Furchenbiene, eine winzige Art, die auch nicht so selten ist, aber eben Blüten braucht in den Gärten oder im Siedlungsraum. So, ich wäre jetzt mit meinem Teil, der generell sich mit Biodiversität, mit dem Rückgang von Arten beschäftigt hat und mit dem dringenden Appell, etwas dagegen zu tun, wäre ich fertig. Ich würde jetzt an der Stelle meine Freigabe hier mal stoppen von der Präsentation. Und Helena, dann würde ich sagen, komme du auf das Projekt Naturnah dran, nochmal detaillierter zu sprechen und lass es im Anschluss brummen. Hier Genau. brummt's. Genau. Ja, ich werde jetzt in der nächsten Folie ein bisschen was darüber erzählen, wie wir konkret in unseren NABU-Projekten die Natur in die Siedlungen bringen möchten. Da gibt es einmal das Projekt Naturnah dran. Das bezieht sich auf innerstädtische kommunale Grünflächen. Im Offenland gibt es ja inzwischen einige Maßnahmen oder Projekte. Vielleicht sagt Ihnen das Thema Biotopverbund ja auch was. Aber wir müssen einfach auch das Potenzial nutzen, das gerade die innerstädtischen Flächen bieten, die ja sowieso da sind, und dass wir die eben naturnah umgestalten. Das Projekt läuft jetzt noch bis 2026 und jährlich können wir 15 Kommunen fördern. Die Förderung ist einmal in Form von finanzieller Unterstützung. Bis zu 15.000 Euro können wir hier vom Umweltministerium zur Verfügung stellen und auch praktische Schulungen, also Workshops vor Ort, wo dann die Bauhofmitarbeiter etwas lernen über die Anlage und die Pflege der naturnahen Flächen. Sie können sich jetzt noch als Kommune bis zum 31.12. dieses Jahres für die nächste Förderperiode, also ab 24, bewerben. Oder gerne auch als Bürger oder Bürgerin auf ihre Kommune zugehen und diese dann vielleicht zu so einer Bewerbung motivieren. Hier unten auch nochmal der Link zu unserer Website. Gehen Sie da gerne mal drauf und schauen Sie sich ein bisschen um. So, jetzt, genau. Ja, dieses Bild ist nach einer Umgestaltung entstanden, und zwar in Marbach wurde 2020 im Herbst dieser Saum angelegt. Und im Jahr drauf sah es dann tatsächlich schon so schön aus. Also da ging es wirklich schnell, dass man einen guten Effekt von den einjährigen Pflanzen sehen konnte. Und das ist jetzt hier im Bild, es entstand beim Pflegeworkshop. Da wurde dann erlernt, welche Pflanzen müssen wir aus der Fläche entfernen. Aber manchmal braucht es auch Geduld bei der Entwicklung der Flächen. Und da sind diese zwei Zitate sehr passend. Herr Bonhoeffer sagte einst, jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe, muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Und das weitere Zitat wäre noch, lerne von der Geschwindigkeit der Natur. Ihr Geheimnis ist Geduld.
Warum das so wichtig ist, sehen wir hier im nächsten Bild zum Beispiel. Das war in Wiesloch. Hier wurde im Herbst 2019 die Fläche angelegt. Und im Juli 2020 ist dann dieses Bild entstanden. Und man sieht, dass es wirklich noch sehr spärlich aussieht. Also nicht so, wie man sich eine naturnah dran Fläche dann vielleicht vorstellt oder wünscht. Aber dann, ein Jahr später, sieht es hier so toll aus mit der Färberkamille und der Nelke, und da versteckt sich noch ein bisschen Wolfsmilch. Sprich, die Geduld hat sich ausgezahlt. Das ist immer davon abhängig, wie ist die Witterung, wie sind die Bodenverhältnisse, wie viel wässert die Kommune, legt die Kommune wirklich korrekt an oder pflegt korrekt. Also wirklich verschiedenste Faktoren, warum so eine Anlage mal länger brauchen kann, bis es dann wirklich zur so aussieht wie hier 2021. Für manche ist jetzt vielleicht noch interessant, was es für verschiedene Anlagemethoden gibt dieser naturnahen Flächen. Ich möchte es nur ganz kurz anreißen, weil das sonst zu sehr ins Detail geht und zu lang dauern würde. Dieses Bild wäre jetzt eine sogenannte Neuanlage. Da wird der Boden ausgehoben bis zu 40 Zentimetern etwa. Dann wird es mit mineralischem Substrat ausgefüllt. In dem Fall war es hier Schotter. Und dann wird noch Grünschnittkompost eingearbeitet, um das Wasser ein bisschen besser zu halten. Dann pflanzt man ein paar sogenannte Initialstauden. Das sind Pflanzen, die dann einfach schon so einen ersten ja, Blühaspekt geben sollen, dass man wenigstens erkennt, da soll was entstehen. Und dann werden Blumenzwiebeln auch gesetzt, dass man im Frühjahr schon ja, ein paar schöne Farbkleckse hat und auch die Insekten schon was finden. Und dann wird eben noch Saatgut ausgebracht und ja, je nach eben Bedingungen, Umständen dauert es dann seine Zeit, bis da alles in der Blüte ist. Dann gibt es noch zwei weitere Methoden. Das eine, das wir hier auf dem Bild sehen, ist die sogenannte Buri-Methode. Das ist die streifenweise Ansaat. Man sieht hier, dass der Altbestand abgefräst wird. Das wird dann so oft wiederholt, bis der Unkrautbewuchs kontrolliert wurde auf der Fläche. Dann wird in diese Streifen neu eingesät. Dann sieht es nach einem Jahr, wenn es gut läuft, schon so aus wie auf dem rechten Bild. Da sieht man eben gerade diese einjährigen Pflanzen, die deutlich schneller kommen, wie zum Beispiel den Klatschmohn. Und dann ist es wichtig, dass oder notwendig oft, dass es Pflegeschnitte gibt. Und da ist das Problem oder das Thema, wo die Bürgerschaft Akzeptanz aufbringen muss, dass man dann eben in die Blüte reinmähen muss. Grund dafür ist, dass da unten sich noch die ganzen Keimlinge der mährigen Pflanzen befinden, die wir ja später wünschen uns, weil mährig verrät es schon. Die etablieren sich dann über die darauf folgenden Jahre und samen sich immer selber aus. Und diese bekommen eben so auf Dauer nicht genug Licht. Es vergrast immer mehr, es kommt mehr Unkraut auf. Und deswegen muss man oft in diese schöne Blüte dann reinmähen. Das macht man in den ersten ein, zwei Jahren maximal. Danach hat sich dann die Wiese etabliert und dann mäht man je nach Bodenbedingungen, also Nährstoffbedingungen zum Beispiel, etwa ein bis dreimal pro Jahr. Und das Ziel ist, dass diese Fläche sich dann selbstständig aussamt, eben in die umliegenden Grünflächen. Dann gibt es noch die sogenannte Artenanreicherung. Das ist oft in einer Wiesenfläche, wo auch schon ein paar, ich nenne es wertvolle Pflanzen, also heimische Wildpflanzen vorkommen. Da pflanzt man dann in die bereits bestehende Grasnarbe eben Initialstauden auch rein und stellt dann einfach die Pflege um. Also zweischürigen Maat bedeutet etwa nur zweimal pro Jahr zu mähen. Das Saatgut wird dann abgetragen, damit eben nicht gemulcht wird, weil die Wildpflanzen es nährstoffarm mögen. Und dann ist es auch so, dass sich hier auch wieder die Samen eben über die Zeit sukzessive über die ganze Fläche von selber ausbreiten sollen. Ja, das war auch das Thema Geduld jetzt und was es für verschiedene Anlagemethoden gibt. Und dann ist das Thema Akzeptanz noch ganz wichtig in dem Projekt. Es wird Winter, es wird Herbst, es ist Herbst, dann Winter. Und dann sehen die Flächen eben aus wie hier. Und da müssen wir unterscheiden zwischen einer Wildblumenwiese, die können wir im Herbst abmähen, und einer Wildstaudenfläche. Bei den Stauden, bei diesen krautigen Pflanzen, ist es wichtig, dass wir die über den Winter stehen lassen, bis in den Herbst, Frühsommer hinein. Und der Grund dafür ist, dass sie weiterhin einen ökologischen Mehrwert haben.
Hier links sehen wir zum Beispiel die Stieglitze oder auch in dem Fall ganz passend die Distelfinken, die sich hier noch an den Samen erfreuen der vertrockneten, nickenden Distel. Und rechts sehen wir auch, dass auch Insektenweibchen profitieren. Es gibt Arten, die in den hohlen Stängeln dann zum Beispiel der Pflanzen überwintern oder dort sogar ihre Kinderstube haben und aber auch Arten, die außerhalb an den Stängeln zum Beispiel überwintern. Wir haben zum Beispiel hier eine Schmetterlingspuppe vom Schwalbenschwanz rechts oder links der Zitronenfalter, der wirklich direkt an diesem Stängel den Winter verbringt. Das heißt, wenn Ihre Kommune solche Flächen stehen lässt, dann bedeutet es nicht, dass sie die vernachlässigt oder kein Geld dafür hat oder wie auch immer, sondern das ist dann wirklich bewusst so. Das war es jetzt erstmal zum Naturnah-Dran-Projekt. Jetzt möchte ich noch ein zweites aktuelles Projekt vorstellen. Das nennt sich hier BRUNZ und es geht um Naturgartenwettbewerbe. Das Projekt ist entstanden durch den LNV als Schirmherr mit Fördergeldern der Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen Mitteln der Glücksspirale. Wir waren da aktuell der oder sind aktuell der Kooperationspartner und übernehmen aber das Projekt dann 2024 komplett. Ja, was sind denn die Hauptargumente für einen Naturgarten? Wir hören ja nachher auch noch die Tipps, wie man das Ganze anlegt. Aber hier mal so die wichtigsten Stichpunkte. Klar, im Vordergrund steht dann wieder, dass man einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leistet. Haben wir ja vorhin schon gehört, warum das so wichtig ist. Wir sind ja auch angewiesen auf die Bestäuber. Dann belohnen wir uns aber ja auch selber durch so einen Naturgarten. Denn so ein Naturgarten, der ist ja bunter, da summt's und brummt's. Und wir können uns eine kleine, eigene kleine ja, Erholungsoase erschaffen. Außerdem haben wir ja immer mehr ja, steigende Temperaturen in den Städten, im Asphalt mit dem Schotter. Und wenn wir da eine kleine grüne Oase bei uns zu Hause haben, dann wirkt sich das auch positiv auf das Mikroklima aus. Außerdem kann man dadurch im privaten Bereich auch ein Stück weit ja, Öffentlichkeits- oder Umweltbildung betreiben, denn wenn vielleicht der Nachbar oder die Nachbarin sieht, dass man da so einen schönen Naturgarten anlegt und wie das funktioniert und man vielleicht mit den Personen auch in Austausch kommt, kommt es ja unter Umständen auch zum Nachahmungseffekt und es entstehen immer mehr solcher Naturgärten. Ja, warum heißt es hier Brunz per Mausklick zum Naturgarten? Das Projekt besteht im Endeffekt aus einer Plattform. Hier sieht man mal die Startseite der Plattform. Und über diese Plattform können sich Wettbewerbsorganisatoren bei uns bewerben. Es wären in dem Fall Städte oder Vereine, die eben bei sich so einen Wettbewerb ausrichten möchten. Und sie bekommen dann von uns zum Beispiel, wenn sie sich erfolgreich beworben haben, einen Zugangslink zu ihrer eigenen Wettbewerbsseite mit eigenen Zugangsdaten. Und darüber können sie dann ihren ganzen Wettbewerb selber verwalten. Sie können sich eine eigene Wettbewerbsseite gestalten mit Bildern und Text. Sie können ihre Jurymitglieder, die nachher in die Gärten gehen, darüber verwalten. Und über ihre eigene Seite können sich dann eben Gartenbesitzer und Besitzerinnen mit ihren Gärten für diesen Wettbewerb bewerben. Außerdem bieten wir zahlreiche Vorlagen für Akquise und Infomaterialien, die ja sonst so ein Organisator von selber erstmal oder von null an sich erarbeiten oder erstellen müsste. Das wäre jetzt als Beispiel so ein Wettbewerbsplakat. Da kann dann der Link und der Name der Kommune rein, hier noch ein Text und damit dann Werbung gemacht werden. Das wäre eine Vorlage für eine Urkunde, dann nachher bei der Siegerehrung zum Beispiel. Und dann haben wir auch noch eine Naturgartenbroschüre. Die findet man auch öffentlich auf der Website, kann sich jeder von Ihnen auch runterladen. Das wäre jetzt mal ein Ausschnitt vom Inhaltsverzeichnis. Einfach komplett von A bis Z. Wie plane ich meinen Naturgarten? Wie gehe ich mit den Böden um, mit den Pflanzen? Auch wo gibt es denn überhaupt die richtigen Pflanzen zu kaufen? Also was wären Bezugsquellen? Was kann ich für spezielle Tiere machen? Also sehr umfangreich. Außerdem haben wir zum Beispiel auch noch Musterpressemitteilungen oder Reden dann für die Siegerehrung. Hier mal noch ein paar Impressionen aus diesem Jahr. Die Gärten oder die Collagen, die man hier sieht, sind entstanden im Rahmen des Wettbewerbs in Holzgerlingen, dann bei der Begehung.
mit der Jury, die dann die Gärten bewertet hat. Und das in der Mitte, das ist ein Bild, das im Zuge der Siegerehrung in Schonach diesen Jahres entstanden ist. Rechts unten sieht man auch noch eine Naturgartenplakette. Die können dann die Wettbewerbsorganisatoren bei uns bestellen oder über uns beziehen und dann den drei Erstplatzierten zur Verfügung stellen, die sich dieses Schild dann eben in ihren Garten stellen können und damit ja auch auf ihren Naturgarten wieder aufmerksam machen können. Ja, das erstmal in aller Kürze. Wenn Sie das neugierig gemacht hat, dann schauen Sie gerne einfach mal auf unserer Website vorbei, einfach www.hierprunz, also hier-prunz.de und klicken Sie sich ein bisschen durch. Gehen Sie gerne auch auf Ihre Kommune oder ortsansässige Vereine, also zum Beispiel jetzt BUND oder NABU-Gruppen zu und fragen Sie doch diese, ob Sie nicht Lust hätten, sich zu bewerben. Bewerben ist ganz einfach. Vorhin auf dem Screenshot hat man es gesehen. Rechts oben gibt es ein grünes Feld mit Bewerbung. Das ist ganz unkompliziert. Da muss die Kommune oder der Verein nur ein paar Angaben machen und dann Motivationsschreiben von 3, 4 Sätzen. Und das war's dann. Und das ist auch jetzt schon möglich für die neue Periode, Förderperiode 2024. Genau, was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, dieser Zugang zur Website und die ganzen Werbematerialien, die sind komplett kostenfrei. Sie müssen sozusagen lediglich die Druckkosten übernehmen. Ja, dann danke fürs Zuhören. Das war es meinerseits. Hier sehen Sie noch die Ansprechperson für die beiden Projekte. Für naturnah dran wäre es die Frau Kutzner und für hierprunz bin es aktuell ich. Allmählich scheint sich die Pause dem Ende entgegenzuneigen. Das heißt, wir könnten uns jetzt um die Naturgärten und die naturnah bestückten Balkone kümmern. Liebe Michaela, bist du bereit? Ah, ja, mehr oder weniger. Was heißt Ja, ich gebe meinen Bildschirm frei, oder? das wäre jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, die alle beglücken könnte. Versuch's doch mal. Also dann. So, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier den Vortrag halten darf über naturnahe Gärten und Balkone. Vielleicht stelle ich mich gerade noch selber vor. Ich bin Michaela Senk, selbstständige Landschaftsgärtnerin und Technikerin. Unsere Firma sitzt in Karlsruhe und wir haben das Glück, dass wir überwiegend naturnahe Gärten, Spielräume und öffentliche Räume planen und bauen dürfen. Und so ist dann auch der Vortrag, ich komme hier leider gerade nicht weiter zu meinem Inhalt. Ich stecke kurz wieder um. So. Und so ist dann eben auch der Inhalt meines Vortrags die Essenz aus unserer gärtnerischen Praxis. Das Thema ist, was sind naturnahe Gärten? Was ist die Definition von naturnahen Gärten? Und wie komme ich denn zu einem Naturgarten? Und hier schauen wir uns die Unterpunkte heimische Pflanzen, tierfreundliche Strukturen und ressourcenschonende Maßnahmen an. Am Ende kommen dann noch ein paar Möglichkeiten, wie wir uns anpassen können an die Folgen des Klimawandels. Was Naturgärten schön macht, ist nicht das Design, sondern dass wir das Leben in ihnen erleben. Das sagte einst Andreas Winkler, ein Schweizer Naturgartenpionier. Und das denke ich mir immer wieder oder dachte ich mir immer wieder, als ich hier diese Eidechsenlady in meinem Vorgarten auf dem Salbei sonnen sah. Sie lebte etwa 2 Jahre in meinem Vorgarten und es war immer wieder schön, sie zu sehen. Für mich ist der Schlüssel zum Naturgarten die Naturverbundenheit, die ich mit Sicherheit schon von Kindesbeinen auf eingesogen habe. Ich bin auf einem Bauernhof wild und frei groß geworden. Und es ist dieses Bewusstsein, dass alles mit allem zusammenhängt und dass der Mensch auch nur ein Teil der Natur ist. Und nur ein Teil wirklich, weil der Mensch auch erst in, so wie wir sind, seit 300.000 Jahren auf der Erde ist. Und ja, wir doch schon ganz schön viel Schaden angerichtet haben. Das macht kein anderes Tier auf diesem Planeten. Diese Naturverbundenheit ist es, dass wir das Bedürfnis haben, in Kontakt mit der Natur zu kommen und ihr vielleicht auch was zurückzugeben. Und das alles ist diese innere Haltung, wo ich merke, das ist, hier kann ich sehr selbstwirksam sein. Ein Garten hat fantastische Möglichkeiten, wo man sich austoben kann und selbstwirksam zu sein.
um auch wirklich einen Teil beizutragen in diesem ganzen Stückchen Erde. Es ist nicht die Form, sondern die Art und Weise, wie mit dem Garten umgegangen wird, die den Garten zum Naturgarten macht. Da steckt auch ganz viel Wertschätzung drin und Respekt vor der Schöpfung. Wenn man sich Zeit und die Muße nimmt, dann kann man in einem Naturgarten ganz viel entdecken. Ausgangspunkt sind immer die Pflanzen. Sie bilden die Grundlage und mit ihnen und auf ihnen leben ganz viele Insekten, ganz viele, ja, Insekten, die die Grundlage wieder bilden für höhere Tiere. Und so kann man diese Wechselwirkung, diese Lebensnetze, kann man in einem Naturgarten ganz gut beobachten. Was sind naturnahe Gärten? Hier gibt es drei Säulen. Das sind zum einen die einheimischen Wildpflanzen, die Nahrung und Lebensraum für unsere einheimischen Tierarten sind. Das hat ja eben schon Martin, Klatt und Helena gesagt. Dann gibt es die Dynamik und die Veränderung, die gewünscht ist und auch durch eine entsprechende Pflege gefördert wird. Und als dritte Säule sind da diese Funktionsflächen wie Wege, Mauern, Zäune und Beete, die wir nicht separat sehen, sondern wir sehen alles als Lebensräume. Wie können wir sie so gestalten, dass sie nicht nur uns Menschen nützen, sondern auch Tieren Lebensraum bieten? Das habe ich entnommen der Internetseite vom Naturgartenverein. Das ist ein bundesweiter Verein, der sich für naturnahe Gärten und Grünflächen einsetzt und mit dem man sich ganz viele Informationen holen kann. Von der Seite des Naturgartenvereins ist auch diese Grafik, eine interaktive Grafik, in der man die ganzen Punkte und Lebensräume, die hier jetzt außen beschrieben sind, also Bäume, Schattenbeete, Staudenbeete, begrünte Wege und so weiter, anklicken kann, in der man dann noch sehr viele andere Informationen bekommt. Ja, Wege zum Naturgarten. Das beginnt natürlich mit einer Planung, in der eben nicht nur diese Funktionsflächen betrachtet werden, wie müssen Eingangsbereiche gestaltet sein, welche Wege im Garten sind nötig. Hier kommen eben auch die heimischen Pflanzen zum Einsatz, die entsprechend den Standorten eingesetzt, eingeplant werden. Wir müssen ganz viele oder können ganz viele Strukturen, ganz viel Vielfalt reinbringen mit natürlichen Materialien. Ist der Plan fertig und wird gebaut, können wir auch hier sehr viel auf Nachhaltigkeit schauen und achten. Hier können wir ressourcenschonende Materialien und Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört auch der Bodenschutz, Tierwohl, Regenwassermanagement oder eben Entsiegelungen oder dass wir gar nicht erst versiegeln. Am Ende steht die naturnahe Pflege, die sich grob zusammenfassen lässt mit zulassen, Zeit lassen und weglassen. Wir dürfen diese Dynamik und diese Entwicklung erleben. Das bringt manchmal etwas Verunsicherung mit sich, wenn man nicht genau weiß, das setzt voraus, dass man Artenkenntnisse hat, dass man eben weiß, ist das jetzt gut oder böse? Ist das eine Wildpflanze oder ist das ein unerwünschtes Beikraut? Und wann muss ich regulierend eingreifen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt läuft hier ein bisschen was aus dem Ruder? Tja, die heimischen Pflanzen. Der Martin hat es eben schon gesagt. Unsere heimischen Insekten sind an die heimischen Pflanzen angepasst oder andersrum. Das ist was, was sich über Jahrmillionen entwickelt hat. Und ja, sie haben sich angepasst bezüglich Blütezeit und Pflanzenmorphologie, sprich Pflanzenaufbau. Wir sehen da diese Hummel an dem Natternkopf. Der Natternkopf ist eine typische Hummelpflanze, weil in diesen tiefen Kelch, da passen nur langrüsselige Hummeln rein. Und diese gelbe Blume, die Färberkamille, das ist zum Beispiel eine typische Käferblume oder eine Tagfalterblume, weil die eben alleine von ihrem Aufbau her schon dazu gemacht ist, Plattform, Landebahn zu sein für diese Insekten.
Das geht in der Natur tatsächlich so weit, dass es oligolektische Wildbienen zum Beispiel gibt, die sich nur von ganz bestimmten Pflanzengattungen ernähren. Die heißen dann zum Beispiel Zaunrüben-Sandbiene oder auch Ochsenzungen-Sandbiene. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir einen Naturgarten planen, immer Pflanzen aus ganz verschiedenen Pflanzenfamilien wählen, um auch hier eben wieder eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten zu bieten und somit ganz viele verschiedene Insekten anzulocken. Man sagt, dass, oder Reinhard Witt hat das, glaube ich, mal gesagt, der mit jeder Pflanze, mit jeder heimischen Pflanze, die ich in den Garten bringe, locke ich 10 verschiedene Tierarten an. Und das finde ich schon immer ganz erstaunlich. Ich kann die heimischen Pflanzen entweder pflanzen in den Garten oder ich kann sie durch Aussaat einbringen. Ganz wichtiges Kriterium bei der Pflanzenauswahl ist immer, dass wir ungefüllte Blüten haben, die Nektar und Pollen bieten. Wir sehen das hier am Beispiel der Hundsrose oder der Essigrose. Daneben ein Bild von der englischen Rose James Galway. Hier können auch wir vergeblich nach Pollen und Nektar suchen. Die sind einfach so hoch gezüchtet worden. Da ging es viel mehr um menschliche Bedürfnisse, um große Blüten und imposante Blüten und um großen Duft. Aber tatsächlich ist das nur für das menschliche Auge schön, wenn man das mag, aber nicht für die Tiere. Wir hangeln uns mal so durch die verschiedenen, durch die Pflanzenwelt und dann sind es natürlich die Bäume, die ganz wichtig sind, wenn man in der Stadt lebt. Bäume bieten Struktur, bieten Sichtschutz, bieten Sitzplätze und Schatten und Verdunstungskühle. Und gerade in der Stadt finde ich, die gleichen aus. Also die setzen einfach einen Gegenpol zu dieser grauen Welt. Der Martin Glatt hatte da dieses Foto gehabt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, um wirklich Ausgleich zu liefern. Bäume bieten Nektar, Früchte, morsches Holz, wenn man das zulässt und wenn es der Sicherheit nicht schadet. Und wenn sie älter sind, gibt es eben auch jede Menge Höhlen für die Tiere zum Nisten. Aber unsere Bäume leiden sehr, das bekommen Sie vielleicht alle mit, in Zeiten des Klimawandels. Und da gibt es definitiv in den nächsten Jahren einige Bäume, die werden zurückgehen, die werden das nicht schaffen. Da gehört zum Beispiel der Spitzahorn dazu. Und es gibt, ja, man macht viele Erfahrungen, man macht Versuche. Im öffentlichen Raum werden auch viele exotische Bäume mittlerweile gepflanzt, um die als trockenheitsverträglich gelten. Heimische Zukunftsbäume wären zum Beispiel die Hopfenbuche, der Burgenahorn, der Feldahorn, die Esskastanie, der Zögelbaum oder die Blumenesche, Silberlinde oder Ulme. Aber so ganz sicher ist man da nicht und von daher sind, ja, es bleibt nichts anderes übrig, als wir müssen experimentieren. Wir müssen alle uns Erfahrungen machen. Anstelle einer schnöden, monotonen Thuja-Hecke oder Kirschlorbeerhecke können wir was viel Besseres pflanzen und das sind verschiedene Wildsträucher. Denn diese laubabwerfenden Sträucher sind standorttypisch an die jeweilige Situation angepasst, sehr viel besser an unsere Klimaverhältnisse angepasst. Und unsere Klimaverhältnisse sind einfach der Wandel der Jahreszeit. Es ist heiß im Sommer, es ist aber auch sehr kalt im Winter. Das machen viele immergrüne exotische Pflanzen nicht unbedingt mit. Wenn wir viele verschiedene Straucharten nebeneinander pflanzen in der Hecke, haben wir den Vorteil, dass wir sehr viele unterschiedliche Blüh- und Fruchtphasen haben und das so dann über das ganze Jahr gesehen was Spannendes zu sehen gibt. Und diese Art der Hecken sind auch wesentlich weniger anfällig für Schädlinge und Pilzbefall als jetzt monotone Thuja-Hecken. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, also jetzt, wenn man jetzt eine Hainbuchenhecke nimmt, die
oder auch eine Rotbuchenhecke, das sind Waldbäume. Die wollen alle mal 25, 30 Meter hoch werden. Da komme ich gar nicht drum rum, dass ich die zweimal im Jahr schneiden muss. Ich habe aber aus dieser großen Bandbreite von Wildsträuchern habe ich ganz viele, die jetzt wirklich nur anderthalb, 2 Meter hoch werden oder zweieinhalb, 3 Meter hoch. Und aus denen kann ich mir meine Hecke zusammenstellen, die ich nicht permanent und ständig schneiden muss. Die braucht zwar etwas länger, bis sie sich entwickelt hat und bis sie vielleicht den Sichtschutz gebildet hat, aber dann muss ich wesentlich weniger schneiden. Eine spannende Kategorie ist auch Wildobst. Hier haben wir den Doppelnutzen für den Mensch und die Natur. Und als Beispiele können hier angeführt werden Holunder, Felsenbirne, Rosen, Sanddorn, die Kornelkirsche und so weiter. Blumenwiesen sind ein spannendes Thema. Das wäre schon ein ganzer abendlicher Vortrag für sich. Die setzt man eher ein in ungenutzten, geschützten Gartenbereichen, in denen keine Kinder toben oder kein Hund Löcher gräbt. Ich kann Blumenwiesen neu einsäen, indem ich wirklich den Boden vorweite abmagere und dann eine Neuaussaat mache mit mehrjährigen Mischungen. Aber auch Helena hat schon mehrmals das Wort Geduld genannt. Die brauchen immer 2, 3, 4, 5 Jahre, bis sie sich richtig gut entwickelt haben. Die andere Option ist, dass wir einen bestehenden Rasen nehmen und machen da Löcher rein, nehmen die Grassoden raus und gestalten diesen Rasen wirklich nur in Teilen um, dass wir in diese Löcher, die wir dann auch mit Sand abmagern, nochmal Wildpflanzen einsetzen, als Topfpflanzen oder auch als Saatgut. Das ist dann diese sogenannte Artenanreicherung. Und mit den Jahren verbreiten sich diese Arten dann auch auf den Rest der Wiese, wenn es passt und wenn ich generell auch weniger mähe. Wenn ich viel mähe, wenn ich oft Rasen mähe, dann haben diese Wildpflanzen keine Chance. Das heißt, ich muss auch meinen Mährhythmus reduzieren auf nur noch 2, 3 oder 4 Mal im Jahr. Dann wird dieser Rasen lichter. Und dann haben auch die Wildpflanzen eine Chance, sich da reinzusäen oder abzukeimen in diesen frei werdenden Löchern. Genau, mit den Jahren breiten sie sich dann auf die übrige Fläche aus. Und was es auch an Möglichkeiten gibt, wenn ich jetzt merke, oh, da taucht jetzt die Margerite auf, dann mähe ich die halt eben nicht, sondern lasse sie dann wirklich auch als Pulk mal stehen, lasse sie blühen, lasse sie aussäen und dann erst danach mähe ich sie dann ab. Und so entsteht dann wie unten hier auf dem Foto so Insel, so ein Flickenteppich aus verschiedenen Wildkräutern, die sich in einem Garten ausbreiten wollen. Viele vagabundieren auch so ein bisschen durch den Garten. Eine andere Möglichkeit, andersrum. Eine andere Möglichkeit, Wildpflanzen in den Garten zu bringen, sind die Wildstaudenbeete. Das heißt, die kennen Sie vielleicht von der konventionellen Gartengestaltung. Hier kann ich natürlich sortieren nach Farben, nach Größen und so weiter. Das kann ich mit heimischen Wildstauden auch probieren. Aber letzten Endes machen die doch, was sie wollen. Es kann sein, dass manche wieder gehen oder woanders auftauchen. Aber so richtig eine sortieren lassen sie sich nicht. Auch hier ist es ganz wichtig, dass man die vorherrschenden Standortbedingungen beachtet. Ist es ein nasser Boden? Ist es ein trockener Boden? Ist es schattig? Ist es sehr sonnig und trocken? Magerer Boden oder ein sehr lehmiger Boden? Und dementsprechend muss ich meine Pflanzen zusammenstellen. Die heimischen Pflanzen haben die Angewohnheit, dass die meisten nur bis Juli vielleicht blühen. Weil dann sind auch unsere heimischen Insekten die meisten fertig mit ihrer Entwicklung. Da gibt es gar keine Notwendigkeit mehr, warum die länger blühen sollten. Hier auf dem Foto zu sehen ist die Fetthenne, die blüht ja immer noch so. Jetzt ist sie in voller Blüte. Oder hier ist zum Beispiel noch die gelbe Skabiose. Die blüht auch bis in den November rein. Das Ziel der Staudenpflanzung sollte sein, dass der Boden immer bedeckt ist. Weil dann trocknet er nicht so schnell aus und im Boden befindliche Unkrautsamen oder unerwünschte Beikräuter, aber am Ende sind es doch immer Unkräuter, sollen nicht die Möglichkeit haben, sich in diesen Staudenpflanzungen zu etablieren. Da ist es eben nötig, dass man die rechtzeitig dann jätet.
So sieht das dann ein Jahr später aus. Wir haben hier im Vordergrund den Muscatella-Salbei in rosa, rosa-weiß und dann zum Beispiel den Wiesensalbei daneben. Diese zwei Pflanzen und vor allem der Muscatella-Salbei ist ein Garant dafür, dass wir hier diese schöne Biene, Wildbiene bekommen in den Garten. Das ist unsere größte heimische Wildbiene, die schwarze Holzbiene oder blauschwarze Holzbiene, wird 3 Zentimeter groß. Und das ist die einzige Wildbienenart, die ihre Nachkommen erlebt, da sie tatsächlich auch als erwachsenes Insekt überwintert. Ach, vielleicht noch hierzu. Das ist das Beet von Freunden von mir, die habe ich ausgestattet mit Wildpflanzen. Und jedes Jahr nehmen die hier 10 Zentimeter mehr weg. Also auch die haben ganz langsam angefangen. Da ging es darum, hier kannst du uns mal eine Kiste Stauden bringen. Und jetzt sind sie auch sehr hinterher. Die sind so begeistert von diesem Beet, dass die wirklich ja immer mehr von ihrem alten Rasen hergeben wollen. Was ich Ihnen noch als Tipp mitgeben kann, ist, dass je nährstoffärmer das Substrat ist, umso mehr Blüte. Wir imitieren hier quasi die Schwäbische Alb. Da haben wir ein sehr mageres Substrat und die besten, schönsten Blumenwiesen, die man sich nur vorstellen kann. Das liegt einfach daran, dass mageres Substrat einen Mangel hervorruft und diese Wildpflanzen das Gefühl haben, oh, jetzt müssen wir uns schnell vermehren. Es geht uns hier an den Kragen. In diesen mageren Substraten ist auch viel weniger Konkurrenz durch Gräser und unerwünschte Beikräuter, wie jetzt Giersch oder Melde oder sowas oder Katzenschweif, weil das einfach überhaupt nicht deren Standort ist. Die wollen da nicht sein. Und das macht es sehr pflegeleicht. Diese so mineralischen Substrate, das können sein zum Beispiel Kies 016 oder Sand 02. Diese Zahlen, das sind immer die angegebenen Korngrößen, unter die man dann bekommt im Handel. Oder auch Schottergemisch 032. Magere Standorte, das sind die, die auch in der Natur stark zurückgehen. Und hier haben wir in unseren Gärten die Möglichkeit, eben die, ja, in die Gärten zu holen und mit diesem Standort eben halt auch die entsprechenden Pflanzen. Das ist jetzt das Substrat Schottergemisch 032. Das ist das gleiche Material, mit dem man auch Tragschichten von Pflasterbelägen macht. Und was jetzt hier wirklich schon so ein bisschen Schottergarten ähnlich aussieht, ist es aber tatsächlich überhaupt nicht. Auch wenn das am Anfang immer sehr steinig aussieht, aber diese Nullanteile, die machen das lebendig, weil diese Samen, die brauchen eben diese Nullanteile, um da keimen zu können. Und wenn es am Anfang eben immer noch sehr grau und trist aussieht, dann ist das innerhalb von 2, 3 Jahren eigentlich komplett grün und man sieht gar nichts mehr von den Steinen. Wenn ich diese Fotos mache, dann ist das natürlich immer so ein, hier stand Juni, dieses Wildstaudenbeet im Vorgarten haben wir 2017 angelegt und ja, die sehen immer anders aus. Mache ich im Juli ein Foto, sieht es anders aus, mache ich im September ein Foto, sieht es wieder anders aus. Und hier im Vordergrund haben wir die wilde Karde, die eben auch sehr gerne von den Stieglitzen oder den Distelfinken angeflogen werden. Es gibt einfach Pflanzen, mit denen kann man. Es gibt so ein Buch, das heißt, nein, Tiere, Pflanzen heißt das, glaube ich, im Parler Verlag. Und da werden eben ganz viele solche Beispiele beschrieben. Was muss ich pflanzen, um welche Tiere in den Garten zu locken? Das ist derselbe Vorgarten im März 2023. Ich bin jedes Jahr da, um zu gucken, na, wie hat sich das wohl entwickelt? Und hier war ich jetzt dieses Jahr doch schon auch sehr erstaunt, als ich das gesehen habe. Und diese Gärten, die brauchen dann auch tatsächlich wirklich ein Schild, um den Nachbarn zu sagen, das gehört so, das muss so braun aussehen, weil das ist ein wichtiger Lebensraum. Und in diesen Pflanzen, in den hohlen Stängeln, überwintern die Tiere. Und ich sage zu der Gartenbesitzerin oder ich frage sie, was macht ihr denn? Hört doch mal auf zu gießen, weil ich war so erstaunt über diesen Aufwuchs. Da war die Wegwarte war fast 2 Meter hoch und die gelbe Skabiose, die normalerweise nur 80 Zentimeter ist, die war hier 1,50 Meter hoch.
hört doch mal auf zu gießen. Und sie sagt, Michaela, wir haben nicht einmal gegossen. Und das hat mich dann schon stutzig gemacht. Aber tatsächlich erlebe ich das auch in anderen Situationen, wie Böden heilen, wie Böden sich entwickeln, wie Pflanzungen sich entwickeln. Wir säen ja oft an Problemstandorten ein, die zu trocken, zu schattig, da wächst nichts. Da nutzen wir wirklich diese Mischungen. Das ist jetzt hier ein Schatzsaum mit 100% Kräutern. Da sind 30, 40 Arten drin und irgendwas wird dann schon wachsen. Tatsächlich hat sich hier sehr vieles entwickelt und ich sehe von einem Jahr auf das nächste, wie das grüner wird, wie das vitaler wird, wie der Boden einfach Feuchtigkeit besser halten wird oder halten kann, weil die Fläche schattiert wird. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, so was passiert denn da eigentlich im Boden bei diesen Pflanzungen? Warum wächst das immer größer, immer mehr? Und bin auf das Jena-Experiment des Helmholtz-Zentrums gestoßen. Da ging es um Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Pflanzendiversität und Ökosystemprozessen. Die haben herausgefunden, je mehr Arten auf einem Wiesenstück wachsen, desto höher ist die Kohlenstoffspeicherung im Boden, desto größer ist die Vielfalt an Bodenlebewesen und geringer ist die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Das heißt, hier findet eine, ja, Gesundung, eine Heilung statt. Hier ist ein Ausgleich, hier ist ein Gleichgewicht der Kräfte. Und wenn wir mal schauen, was ist denn so im Boden? Wer wohnt denn da so? Da gibt es ganz diese fantastische Grafik, die sagt, unter einem Hektar Fläche leben 20 Kühe. 15 Tonnen Bodenlebewesen leben unter einem Hektar Fläche. Das entspricht 1,5 Kilo pro Quadratmeter. Und ich weiß nicht, wie Sie es gezählt haben. Sie kamen auf etwa 30 Billionen Bakterien oder 100 Milliarden Pilze. Mittlerweile ist ja die Forschung so weit, dass man dass einzelne Bakterienstämme erkennen kann. Und ja, so sind das wirklich Millionen, Billionen von verschiedenen Insekten und nicht Insekten von Lebewesen. Tatsächlich aber nur 100 Regenwürmer pro Kubikmeter. Wer eine gärtnerische Ausbildung genossen hat oder in Biologie aufgepasst hat in der Schule, der ist da vielleicht auch schon mal drüber gefallen. Es gibt Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Hier das Beispiel auf der rechten Seite, diese Knöllchenbakterien an Leguminosen, das sind zum Beispiel Kleearten oder Luzerne. Sie können mit Hilfe von Enzymen den Stickstoff in der Luft für die Pflanze verfügbar machen. Und das bringt einen ganz großen Standort oder Pflanzenvorteil, weil die sich einfach viel besser versorgen können als andere. Und die moderne Forschung versucht jetzt, diese Knöllchenbakterien auch in Getreide, in Mais, in Soja einzupflanzen, damit eben dieser Vorteil zunutze gemacht werden kann zur Ernährung der Weltbevölkerung. Eine andere Symbiose ist die von Pilzen und Flechten, die sogenannte Mykorrhiza oder Pilzwurzel. Hierbei versorgt die Pflanze den Pilz mit Zuckerverbindungen aus der Photosynthese und der Pilz versorgt die Pflanze mit Stickstoffen, Phosphor und Wasser aus dem Boden. Das heißt, die Pflanze vergrößert ihr Wurzelgeflecht und hat dann die Möglichkeit, eben viel mehr Wasser, viel mehr Nahrung aufzunehmen und dementsprechend besser zu wachsen. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich im Boden passiert. Und noch was stellen wir fest? Wie Dünger den Untergrund belebt oder zerstört. Wir arbeiten nicht mit wir, wenn ich von wir spreche, dann rede ich von Gartenspielraum, von unserer Firma oder von wir Naturgärtner. Wir arbeiten nicht mit chemischem Dünger auf der rechten Seite, weil er tatsächlich nur die Pflanzen Nährstoffe enthält, die die Pflanze direkt braucht und direkt aufnehmen kann. Die Mikroorganismen im Boden haben gar nichts davon. Düngen wir allerdings mit organischem Dünger oder mit Kompost, dann füttern wir die Mikroorganismen, die eben ganz viel von diesem Humus auch
Pflanzen verfügbar machen und umsetzen und damit eben die Pflanzen versorgen. Das dauert ein bisschen länger, aber wenn man das kontinuierlich macht, jedes Frühjahr organischen Dünger an die Sträucher, an die Stauden, wo nötig, der hat die nachhaltig versorgt. Also das ist für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, dieses, ja, die Mikroorganismen, dieses Bodenleben, das ist das, worauf es ankommt und auf was wir aufpassen müssen. Das ist wie unser Darm. Geht es dem Darm gut? Geht es dem Mensch gut? Wenn ich das jetzt wieder übertrage auf naturnahe Pflanzungen, dann kann die Vielfalt das Bodenleben fördern. Und viele Wildpflanzen haben Pfahlwurzeln, die viel tiefer in den Boden reingehen als zum Beispiel Rasen, der nur in den obersten 10 Zentimetern wurzelt. Sie nehmen damit Wasser aus viel tieferen Bodenschichten auf und versorgen gleich die Nachbarn rechts und links, die keine Pfahlwurzeln haben, auch mit Wasser. Gleichzeitig, wenn ich so einen hohen Bewuchs habe, wie jetzt eine Staudenpflanzung oder eine Blumenwiese, nehmen die morgens den Morgentau gleich mit und haben somit ihre Bewässerung für den Tag gleich geschafft und schon zum Aufnehmen bereit. Diese hohen Aufwüchse, die schattieren den Boden, was dazu führt eben, dass das Boden nicht verbrennt, sich nicht zu sehr aufheizt. Und ein Vorteil der naturnahen Pflanzen, der heimischen Pflanzen, sie können sich durch Aussaat selber erhalten. Dadurch, dass sie jedes Jahr blühen, jedes Jahr fruchten, Samen ansetzen, den Samen verteilen, bauen wir eine Samenbank im Boden auf, die wir in einigen Jahren, glaube ich, noch ganz dringend nötig haben werden. Wenn es nämlich mal einen Sommer gibt, der so heiß ist, dass vieles vertrocknet, gab es ja schon, wenn man nicht wässert, dann haben wir im Boden immer noch die Samenbank, von der wir wieder zehren können. Und sobald es im September wieder kühler und feuchter ist, dann keimen diese Samen. Der Gegensatz, konventionelle Rasenflächen, hier haben wir einen hohen Anteil hochgezüchteter Grassorten, die Trockenperioden kaum aushalten. Wir haben Temperaturen bis 60 Grad auf dem Boden. Da verbrennen nicht nur Wurzeln und Pflanzen, sondern gleich das ganze Bodenleben mit. Nur mit hohem Aufwand sind solche Flächen überlebensfähig. Sie müssen gedüngt, gewässert, gemäht werden. Ob das überall in Zukunft möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Ich kann Vielfalt auch in naturnahen Kräuter- und Gemüsegärten bringen, indem ich einfach eine Kombination von Kräutern, Gemüse, ein- und zweijährigen Pflanzen zusammenstelle, in einer Mischkultur oder auch in geordneten Reihen. Und wenn ich dann eben Teile davon auch immer wieder blühen lasse und sie den Insekten überlasse, dann nehmen die das sehr gerne an. Heimische Stauden kann ich auch in Töpfen und auf Balkonen bringen. Wichtig ist, dass ich sie der Topfgröße anpasse, dass ich nicht die größten Pflanzen in kleine Töpfe bringe. Aber wenn man sieht hier vorne so die Fetthennenarten oder alles, was so grau-silbrig ist, das ist von vornherein schon mal trockenheitsverträglicher als andere. Wenn ich ganz großes Laub, ganz massiges Laub habe, dann gehört das in den Schatten. Aber so wie hier, graulaubig, das verträgt auch volle Sonne. Auf dem Balkon kann man auch gut hier in solchen größeren Töpfen mal diese Samenmischungen probieren. Mache ich auch alle Jahre wieder. Oder ich habe es einmal eingesät. Dann keimt das, blüht das. Im Sommer bin ich 3 Wochen weg und danach ist alles vertrocknet. Aber im September sehe ich, dass es gleich wieder, die keimen direkt wieder. Es verändert sich zwar etwas von der Zusammensetzung, aber das funktioniert. Lebensräume kann ich auch auf Dächern einrichten. Hier ein Carport mit einer Blühmischung. Hier auch wieder einjährige, zweijährige Arten drin, aber auch mehrjährige, die aber erst dann zu einem späteren Zeitpunkt hier richtig auftauchen. Das ist eine Dachbegrünung von uns hier auf der linken Seite mit solchen kleinen Flachballenpflanzen. Und während man früher noch sagte, 6 Zentimeter für eine extensive Dachbegrünung reicht, sagt man mittlerweile, eher 10, wenn nicht sogar 12 Zentimeter, damit ich wirklich dann auch über diese trockenen Sommermonate
dass es funktioniert. Tierfreundliche Strukturen. Bisher haben wir mit den Pflanzen die Insekten in die Gärten gelockt. Und wenn wir jetzt wollen, dass die auch bei uns sich wohlfühlen und sich bei uns vermehren, dann können wir Folgendes machen. Klar, wieder im Kleinen, auf Balkonen und in den Gärten können wir Nisthilfen anbringen. Hier in Eichenbalken mit gebohrten Löchern oder hier eine gekaufte Variante. Oder auf meinem Balkon sieht es so aus. Wir haben von unseren Baustellen immer sehr viele Reste von Robinienbrettern. Und ich nehme die und bohre ganz viele Löcher rein. Und die werden sehr gerne angenommen. Auch Tropenholz. Hier, das sind irgendwelche Reste von irgendwelchen Sachen, die wir abgebaut haben. War jetzt mal ein Versuch. Die werden tatsächlich auch sofort angenommen. Die Wildbienen kommen an den Ort ihrer Geburt zurück. Und dann brauchen die ganz viele neue Löcher, weil in jedem dieser Löcher stecken 3, 4, 5 Wildbienen. Und von daher habe ich immer Not, früher wieder neue Bretter hinzulegen. Besonders gefreut hat mich, dass wir hier diesen Baumpilz mit einem Rest Pappe haben meine Tochter und ich vom Wald mitgenommen. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, dass sich die schwarze Holzbiene darin vermehrt hat dieses Jahr. Das ist ein schönes Bild, das ist von einer Freundin und das freut mich immer ganz besonders, das zeigen zu dürfen, weil sowas ist einfach. Diese Mauerbienen, wenn die einen so angucken, das ist schon echt immer sehr süß. Tierfreundliche Strukturen, jetzt geht es dann halt ein bisschen wilder zu, das sind auch mal offene Böden, weil tatsächlich 3/4 unserer heimischen Wildbienenarten nisten im Boden und nicht nur in diesen gebohrten Löchern. Wir brauchen Lehm- und Sandgruben. Wir brauchen durchlässige Zäune für den Igel, Reisighaufen, Totholz, Holzstapel. Stehendes Totholz ist dabei auch immer wertvoller, weil es einfach trocken bleibt als liegendes Totholz, wo eher Moderkäfer einziehen. Hohle Stängel von Stauden gerne auch mal stehen lassen oder sammeln. Die wilden Ecken natürlich in Form von Brennnesseln oder anderen gerne stehen lassen. Und dann eben hier so Ansammlungen von Steinen, Steinriegel, da freuen sich natürlich auch viele Tiere, allen voran die Eidechsen. Ja, es muss einfach wieder normal werden, dass wir solche Totholzhaufen in den Gärten haben dürfen, weil die sind einfach wirklich ein sehr wertvoller Lebensraum. Oder hier ein Beispiel, Trockenmauern, eine Sandlinse in der Mitte, 30, 40 Zentimeter tief etwa oder aufgefüllt mit Sand und dann verschiedene hier Totholzelemente. Immer wenn ich wandern gehe im Wald, dann komme ich nicht drum rum, Holzstücke, Wurzeln, alles Mögliche mitzunehmen. Das findet dann wieder Einzug in die Gärten. So auch hier, einer unserer Gärten. Hier sind ganz auf kleinstem Raum ganz viele Lebensräume dargestellt, angefangen von dem Totholz oder von den Holzscheiten. Dann ist hier diese Lehm Ziegelwand, verschiedene Totholzelemente, der Teich natürlich als ganz besonderer Lebensraum und hier die Nisthilfen und hier dieser Staketenzaun, wo eben dieses Behältnis, wo Grünabfälle oder Stängel gelagert werden können. Wasser ist in allen Variationen ganz, ganz wichtig, ob das jetzt ein Teich ist oder ein Bachlauf wie hier, kleinere Vogeltränken oder Becken, auch die Tiere leiden Durst. Die haben Durst und brauchen Wasser in Trockenzeiten. Ich kann Sumpfbeete anlegen oder auch so wie hier das Regenwasser in Versickerungsmulden einleiten. Man sieht es hier, dass da eben die Pflanze wunderbar im Sumpfbeet wächst. Kommen wir zu den ressourcenschonenden Maßnahmen, die alle dazu dienen, das Klima zu schützen, denn alles, was nicht produziert und nicht transportiert werden muss über große Strecken, schützt das Klima. Dazu gehören natürlich regionale, natürliche Materialien einzusetzen, wie Holz, Steine, Erde oder Pflanzen. Wir verwenden sehr gerne Natursteine statt Betonstein. Betonstein muss natürlich aufwendig hergestellt werden. Und bei einem Betonstein, wenn da eine Ecke abplatzt, ist er kaputt. Bei einem Naturstein, wenn eine Ecke abplatzt, dann nehme ich einfach mal eine andere Ecke weg und dann passt das wieder. Dann kann ich das ausgleichen. Ein Naturstein ist auch in 100 Jahren noch ein Naturstein.
Das ist einfach ein natürliches Produkt. Wir versuchen, Material zu reduzieren, wo es nur geht. Wo muss ich tatsächlich Beton aus statischen Gründen einsetzen? Wo kann ich auch Mineralgemisch nehmen? Wo kann ich Pflaster reduzieren? Wo kann ich den Dünger sein lassen? Wo kann ich Bewässerungen weglassen? Ja, wir versuchen, den Naturgarten so einfach wie möglich zu halten. Dann ist er auch sehr veränderbar und wir sind flexibel. Wir verzichten auf künstliche Materialien, zum Beispiel diese WPC-Dielen, Terrassendielen. Das ist ja eine Kombination aus Holz und Plastik. Ganz gruselig. Oder auch auf Kunstrasen, weil das als Mikroplastik in der Natur landet und weil es am Ende alles Sondermüll ist und wieder aufwendig entsorgt werden muss. Eine Maßnahme sind auch Recyclingmaterialien einzusetzen, wie hier auf der Buga 2019 in Heilbronn. Der Schaugarten des Naturgartenvereins hat diese Mauer aus Recyclingmaterialien aufgebaut. Man kann das natürlich auch so wie hier mit alten Dachziegeln machen und ein Hochbeet bauen. Oder so wie hier, sowas mache ich ganz gerne immer, dass man einfach Sitzplätze aus, ja, wer hat was? Was ist noch da? Was hat der Nachbar? Was bringen wir noch mit? Und dann wird halt eben hier so ein Puzzlewerk zusammengebaut. Daran habe ich mal sehr viel Freude tatsächlich. Wir versuchen, Versiegelung zu vermeiden und Versickerung zu ermöglichen, weil alles, was auf natürlichem Wege in unsere Böden kommt, das muss nicht durch Trinkwasser erst aufgefüllt werden. Das muss schon mal nicht gegossen werden. Und so haben wir verschiedene Möglichkeiten, entweder hier komplett mit einer wassergebundenen Decke oder mit einer Splittdecke zu arbeiten oder wie hier große Fugen zu lassen oder auch wie hier unten Platten einfach mit einem größeren Abstand zu bauen oder herzustellen. Dass wir kein Tropenholz in den naturnahen Gärten benutzen, versteht sich von selber. Auch behandelte Hölzer sind nicht unbedingt gut, weil das natürlich auch Giftstoffe sind, Chemikalien. Wir verwenden gerne unbehandelte Hölzer und da setzen wir auch Lärche, Douglasie, Robinie, Edelkastanie oder Eiche ein. Die haben auch eine sehr hohe Resistenzklasse, 3 von 5. Tropenholz hätte 1, okay, aber es darf ja auch ruhig vergänglich sein. Das hier ist der Staketenzaun, ist aus Edelkastanie. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man Zäune baut, wenn die nur wirklich 10, 20, 30 Zentimeter eingerückt sind und durchlässig sind. Das macht Grundstücke gleich viel offener und weicher. Wenn diese Wildpflanzen hier eben auch, die scheinen auf dem Bürgersteig zu sein, tatsächlich sind die aber auf dem Grundstück. Was erwartet uns in Zukunft? Wie müssen wir uns anpassen? Und da ist es eben so, dass wir Rasenflächen am besten höher stehen lassen, damit sie nicht die Böden nicht verbrennen, damit die Böden schattiert werden, damit die Pflanzen eine Chance haben. Und tatsächlich ist wie hier in der Mitte des Grünwiese stehen gelassen worden. Das war im Sommer noch grün, der Rest war braun verbrannt. Sport- und Spielrasen funktioniert einfach nicht mehr so gut in Zukunft. Wir müssen unsere Gärten und Häuser schattieren durch Gehölz- und Fassadenbegrünungen, müssen der Fassadenbegrünung wie hier dem Efeu und dem wilden Wein aber sagen, man hat bitte aufzuhören, hier zu wachsen. Und als ich jetzt die letzten Wochen, Monate Bilder, schöne Bilder, gute Vorlagen gesucht habe, ganz ehrlich, ich habe ganz oft sowas gefunden, wo ich dachte, okay, vielleicht nicht so gut zu zeigen oder erst recht gut zu zeigen. Fassadenbegrünung ist ein Thema für sich selbst, für sich. Da muss man gut gucken, was ist denn eigentlich geeignet. Aber man kann ja auch die Gärten schattieren durch Gehölz und durch Sträucher. Wir verwenden sehr viel Kompost in den Gärten, weil der Kompost Feuchtigkeit speichert. Und wir haben festgestellt, das hilft den Gehölzen, den Sträuchern, Bäume, die schon trocken Ansätze haben. Die können dadurch wieder wirklich im nächsten Jahr wieder grüner sein. Also das ist, wir bringen Nährstoffe und ja, wir bringen Nährstoffe rein und füttern das Bodenlebenwesen, die Bodenlebenwesen.
So, ich habe hier noch Mulchen aufgeschrieben. Helena hat eben gesagt, bloß nicht mulchen. Damit bezog sie sich aber auf die Rasenflächen, die nicht gemulcht, wo man keine Mulchmahd macht. Was ich hier meine, ist offene Böden bedecken mit Mulch, mit organischem Material, ob das jetzt Rasenschnitt ist oder Kompost oder Mulch oder Laub. Es geht darum, dass der Boden nicht so schnell austrocknet. Das Schlimme an der Klimakrise ist, dass sie die Unvorhersehbarkeit erhöht. Wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Kommt eine Dürreperiode, kommt eine Überschwemmung, kommt ein Starkregen. Was passiert? Deswegen müssen wir, ja, gewappnet sein und müssen unsere Pflanzen auch darauf vorbereiten, dass sie eben in Trockenperioden besser durchhalten. Deswegen am besten nur gießen, wenn es unbedingt nötig ist, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt hängen sie. Und dann auch besser nur gezielt die Pflanzen, die hängen, gießen. Insgesamt seltener gießen, aber dafür mehr, dass der Boden wirklich bis in tiefere Bodenschichten, also mindestens mal 20, 30, 40 Zentimeter tief, feucht ist, dass die Pflanzen auch wirklich angeregt werden, in die Tiefe zu wurzeln. Wir sollten mehr Regenwasser sammeln, dass es auf dem Grundstück versickern kann und eingesetzt werden kann, weil unser Trinkwasser auch mehr und mehr kostbar wird. Ja, wir plädieren immer, auf automatische Bewässerungsanlagen zu verzichten, was schwierig ist, das durchzusetzen, weil die Bewässerungsanlagenindustrie, die suggeriert, damit kann man Wasser sparen. Tatsächlich denke ich immer, man hört damit auf zu denken. Und das, was ich oben gesagt habe, wirklich Pflanzen zu erziehen, wird damit eben nicht erreicht. Die Herbstpflanzung, jetzt hat die Pflanzzeit wieder begonnen. Die Herbstpflanzung ist immer besser als die Frühjahrspflanzung. Wenn wir jetzt im Herbst pflanzen, dann können sich die Pflanzen an den neuen Standort gewöhnen. Die kommen an, die machen vielleicht noch ein paar Wurzeln, die bilden ein paar Wurzeln und im Frühjahr können die dann loslegen. Wenn wir erst nach dem Winter, das heißt März, April pflanzen, dann ist es fast schon wieder so heiß und so trocken, weil es keine richtigen Frühlings mehr gibt, dass die dann wahnsinnigen Stress haben, gleichzeitig anzuwachsen, zu blühen, auszutreiben. Das verursacht nur unnötigen Stress. Aber irgendwie wird es in den Medien verbreitet, dass im Frühjahr gepflanzt wird. Das muss sich wieder ändern. Ja, Einsatz von heimischen Pflanzen. Heimische Pflanzen sind unsterblich. Ich habe es eben gesagt, sie vermehren sich, sie erhalten sich durch Selbstaussaat selber. Was immer in Zukunft kommt an Unvorhersehbarkeiten, wir haben mit den heimischen Pflanzen eine sichere Bank, die uns auch durch diese Zeiten bringt. In diesem Sinne, das Fazit, jeder kann seinen Teil zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Unsere Einstellung zur Natur, und das ist diese innere Haltung, von der ich am Anfang gesprochen habe, beeinflusst die Überlebensmöglichkeiten der Arten. Das heißt, wir haben es alle in der Hand, wie wir unsere Gärten gestalten oder wie wir das Thema auch nach außen transportieren. Jeder Quadratmeter zählt, und so wünsche ich Ihnen mit diesem ganzen Input, den Sie heute Abend erhalten haben, viel Erfolg in Ihrem Garten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Fragen. So. Na? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Michaela. Ich glaube, wenn wir in einer Halle wären, würde man jetzt einen rauschenden Applaus vernehmen. Ich sehe hier und Ja. da mal, ja, sehe hier und da mal etliche Hände. Jawohl, so soll es sein. Ja, vielen Dank. Man hat doch deutlich gemerkt, dass du auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblickst. Du hast ja auch schon einige naturnah dran Gemeinden betreut. Und tust es immer noch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da doch einige Fragen jetzt aufgelaufen sind. Ja, wer könnte schauen nach dem Chat? Ich würde mal starten. Und zwar kam im Chat die Frage nach den exotischen Pflanzen und vor allem, wie man denn auch Gärtnereibetriebe dazu bringen kann,
der Kundschaft eher naturnahe Gärten statt exotische Öko-Wüsten zu empfehlen. Vielleicht kannst du insgesamt noch mal darauf eingehen, was exotische Pflanzen sind, beziehungsweise welche exotischen Pflanzen vielleicht auch aus Nachbarregionen kommen und von denen die heimischen Wildbienen dann auch profitieren können. Unter exotischen Pflanzen versteht man die, die jetzt nicht aus Mitteleuropa kommen, das heißt die aus dem asiatischen, amerikanischen, nord-südamerikanischen oder afrikanischen Raum kommen. Unsere heimischen Insekten kennen die nicht, auch wenn das natürlich ähnliche oder gleiche Familien sind, aber eben, wie ich sagte, das, was hier sich über Jahrmillionen anpasste, ja, was der Bauer nicht kennt, ne, das frisst er nicht. Und so ist es auch mit den exotischen Pflanzen. Noch dazu haben wir nicht nur die exotischen, sondern auch diese ganzen Kulturformen, die ganzen Kultursorten, die Züchtungen, wo eben diese Ursprungsformen so züchterisch verändert worden sind, dass sie gefüllte Blumen, gefüllte große Blüten haben, dass sie eben überhaupt gar keinen Pollen und Nektar mehr haben. Das ist alles mal so unter, ja, Exoten und Kultursorten zusammengefasst. Die andere Frage war, wie bekommt man Gärtnereien dazu? Fragen, Fragen, Fragen. Immer wieder nachfragen. Das sage ich jedem meiner Kunden und jedem. Da muss einfach ein Bewusstsein geschaffen werden. Ja, da ist eine Nachfrage. Das ist jetzt einfach, die Zeit ist jetzt reif, dass diese heimischen Pflanzen auch wirklich produziert werden. Und das passiert auch tatsächlich. Und jetzt gibt es halt eben zwei verschiedene Arten, die Wildformen, die durch Aussaat vermehrt werden, und die stecklingsvermehrten Wildpflanzen. Das wäre auch wieder ein abendfüllender Vortrag. Was ist was? Was ist besser? Nee, ich kann nur sagen, fragen Sie nach bei der Gärtnerei um die Ecke. Es gibt natürlich im Internet, oder es gibt einige Gärtnereien, die es ganz richtig machen. Die findet man dann im Internet und kann das online bestellen. Aber das kann ja auch nicht das Ziel sein. Also das Ziel muss sein, wirklich, dass wir flächendeckende Versorgung mit heimischen Wildpflanzen haben. Danke. Die nächste Frage war dann, dass Mulchen mit Rasenschnitt die Bodenlebewesen im Gemüsegarten belebt, leider unbeabsichtigt, aber auch Unmengen von Schnecken anzieht. Wie lässt sich ein naturnaher Garten mit einem Gemüsegarten verbinden? Laufenden. Hm. Laufenden. Ja, es ist natürlich einfach ein Thema. Klar, wenn ich den Rasenschnitt zu dick aufbringe, dann wird er matschig, dann wird er einfach nass und feucht, und das zieht natürlich Unmengen an Nacktschnecken an. Besser ist es wirklich, jetzt im Gemüsegarten nur ganz dünn das aufzutragen, am besten überall nur ganz dünn, damit das halt eben nicht passiert, damit es schnell abtrocknet. Ja, ich hoffe, das genügt als Antwort. Dann gab es noch eine Frage zum Thema Regenwasser, ob Sickermulden ausreichen, auch in Trockenzeiten, wenn man keine natürliche Quelle hat. Sickermulden sind ja dazu gedacht, das Regenwasser vom Dach aufzufangen und wieder in die Grundstücke zu leiten. Teilweise ist das ja auch Teil des Bebauungsplans oder eine Vorgabe in Neubaugebieten, dass es gar nicht erst wieder in die Kanalisation abgeleitet wird. Die müssen so dimensioniert sein, dass sie etwa, also die entsprechen etwa 10% von der Dachfläche. Aber klar, wenn es nicht regnet, dann kann auch nichts in diese Versickerungsmulden eingeleitet werden. Und dann reicht es natürlich auch nicht, um jetzt den ganzen Garten mit Wasser zu versorgen oder den Boden zu sättigen. Also insofern ist es ja nur eine Möglichkeit, wieder das Wasser in den Boden zu bringen. Ansonsten geht es darum, sich anzupassen, ja, einfach die Gärten so umzubauen, dass sie trockenheitsverträglicher sind, als sie es bisher sind. Es geht auch noch um den Kompost. Also, wo kann man Kompost herholen, den also du, Michaela, dann auch verarbeitest? Was sind da Bezugsquellen? Da gab es auch schon einige Antworten drauf im Chat. Komposthöfe. Genau, aber jemand bringt dann auch ein, dass dieser Kompost häufig auch belastet ist mit Schadstoffen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also wir haben in Karlsruhe auch diese Grünabfall,
Wertstoffhöfe und da bringt natürlich jeder seinen Abfall hin, seine grünen Abfälle. Da werden die Abfälle kompostiert, kleingehäckselt, verkompostiert. Da sind auch immer wieder Blauplastikteile von Müllsäcken drin. Ja, man sagt, das ist zertifiziert, aber diese Zertifizierung heißt nur, es ist so heiß erhitzt worden, dass jetzt keine schädliche Bakterien, Unkrautsamen mehr drin sein sollen. Was aber nicht heißt, dass Schadstoffe jetzt Spritzmittel, Plastikmüll, die jetzt mit reinkommen, dass die nicht doch auch noch drin sind. Von daher, am besten ist immer der Kompost aus dem eigenen Garten, wenn ich weiß, ich benutze keine Spritzmittel. Das ist diese Kreislaufwirtschaft, die ich ja in meinem eigenen Garten betreiben kann, dass ich das, was ich an Abfällen habe, auch wieder bei mir kompostiere. Das kommt von da, das bleibt von da und das bringe ich als Kompost wieder aus. Das ist das Beste, was ich machen kann. Dann habe ich es unter Kontrolle. Tatsächlich bei dem Kompost von den Wertstoffhöfen, ich habe es nicht, ich habe es, ne? Also Güte gesichert hin oder her, aber ich habe es nicht im Griff, was da drin ist, ja. Wo man jetzt aber auch andere Biokomposte herbekommt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber tatsächlich ist das Kompostieren ja auch was wirklich sehr schnell geht, innerhalb von ein paar Monaten oder innerhalb von einem Jahr kann man seinen eigenen Kompost herstellen. Genau, zum Thema Kompost auch direkt nochmal eine Anmerkung aus dem Publikum, dass Blattkompost am besten ist, weil der dann auch unkrautfrei ist. Das bringt uns Ja. direkt zur nächsten Frage. Wie kriegt man den Giersch aus einer Blumenwiese? Danke für diese Frage. Nie. Nie. Der Giersch freut sich, dass er eine Blumenwiese um sich rum hat, weil die wird ja nur zweimal im Jahr gemäht. Was der Giersch nicht mag, ist, wenn er regelmäßig gemäht wird. Also von daher, es kann ich da nur die Empfehlung geben, entweder es gelassen hinnehmen, dass der Giersch in der Blumenwiese ist, oder zu sagen, nee, ich habe an dieser Stelle keine Blumenwiese. Ich dämme den Giersch ein, indem ich regelmäßig in dem Bereich mähe. Ganz loswerden wird man ihn nicht. Der Giersch wurzelt in zwei Lagen. So in 40 cm, 30 ist nochmal so eine Lage mit Wurzeln. Es ist, da muss man jäten, jäten, jäten. Man kriegt den nicht raus. Entschuldigung, das ist alles, was ich vielleicht keine zufriedenstellende Antwort. Vielleicht bemüht man sich um ein freundschaftliches Verhältnis zum Giersch. Man kann ihn ja Ja. auch als Salat essen, ne? Wahrscheinlich wird man es nicht schaffen, seinen ganzen Garten aufzuessen, aber vielleicht ja, entwickelt man dann etwas entspanntes Verhältnis. Ja, das sind so Dinge, die muss man einfach hinnehmen, weil sonst macht man sich verrückt in so einem Garten. Also wenn ich sowas wirklich ausrotten will, und das ist ja jetzt hier, wenn ich jetzt, keine Ahnung, andere Wurzelunkräuter, wie die Quecke, das ist sowas, hinnehmen, zulassen, zulassen, annehmen. Dann lebt sie es wesentlich entspannter, ja. Eine weitere Frage bezieht sich konkret auf eine kleine Fläche und wie man die denn pflegt. Wenn man jetzt zum Beispiel die wilde Möhre aus dem Vorjahr erst im Juni abräumt, wie verhindert man da, dass zu viele Beikräuter, unerwünschte Gräser reingehen? Wann soll gedüngt oder umgegraben werden? Genau, wie lässt sich das auch mit Insektenschutz verbinden? Also konkret steht da, wie geht es weiter mit der Pflege, wenn im März noch die ganzen Stängel stehen? Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, wo stehen die Stängel noch? Stehen die jetzt in der Blumenwiese? Ja, dann lasse ich diesen Teil, den ich jetzt bewusst über den Winter stehen habe, lassen, damit die Insekten sich da drin entwickeln, fertig entwickeln können. Dann mähe ich die eben im Juni erst zurück. Und alle Teile, die ich vorher gemäht habe, die kann ich ja auch dann im Juni, Juli mähen. Also insofern mache ich dann einen Mähgang für beide Teile, die ich stehen gelassen habe und die ich jetzt schon vom Winter runter gemäht habe. Wenn ich jetzt natürlich, also das ist so jetzt dieses Beispiel mit der wilden Möhre, ja, wo steht die? Die steht eigentlich in der Blumenwiese. Ne? Und die handhabe ich halt so umgraben. Umgraben ist ja in einem Naturgarten gar nicht vorgesehen. Also ich weiß jetzt gerade nicht, auf welche Flächen sich das bezogen hat. Im Naturgarten gräbt man nicht um. Man lockert höchstens den Boden auf, aber umgraben heißt ja, ich nehme das und drehe es rum.
Und dann habe ich ja das ganze Bodenleben einmal auf den Kopf gestellt. Naturgarten ist eigentlich nur den Boden lockern durch Aufreißen, so leichtes Aufreißen, ja, mit einer Grabegabel oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf die Frage, ausreichend genug war. Dann hatten wir auch noch die Frage, ob ein Teich nicht also Stechmücken anzieht. Da kam auch direkt die Antwort, dass sich darüber die Fledermäuse freuen. Aber vielleicht möchtest du da noch was ergänzen? Ja, natürlich, Stechmücken sind ein Ärgernis, aber die sind ja nicht nur im Teich, die sind ja auch in jedem Wasserbecken, in jeder Regentonne. Und von daher gibt es diese, wie heißen sie denn? Nematoden? Nein, die man gießt, diese Tropfen, die man reinmachen kann. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Damit kann man, also es ist ja ein biologisches Mittel. Damit kann man dann diese Larven der Stechmücken abtöten. Aber das macht man natürlich nicht im Teich, das kann man in der Regentonne machen. Im Teich muss man, wenn ich einen Teich habe, der groß genug ist, habe ich dann natürlich auch ein Gleichgewicht, und andere Insekten, die halt diese Larven fressen. Ja, das ist dann in dem Moment das Gleichgewicht, dass es sich eben ausgleicht, dass Stechmücken nicht überhand nehmen. Aber jetzt natürlich in der Regentonne, da habe ich dieses Gleichgewicht nicht und das ist ja da, wo dann immer die ganzen Stechmücken drin hocken. Ja. Dann gab es noch eine weitere Frage, die aber auch schon im Chat ein bisschen quasi im Publikum beantwortet wurde. Und zwar, wie man so einen Teich anlegt, mit welchen Materialien, ob man eine Folie einsetzt oder wie man da vorgeht. Man hat die Möglichkeit, ja, eine Kautschukfolie zu nehmen. Das ist eine Option. Eine andere ist dann noch ein Tonteich zu bauen. Der braucht aber eigentlich auch sehr viel Platz, sehr viel Raum, weil ich einfach wirklich eine 30 cm dicke Tonschicht einbringen muss. Also am einfachsten, am zweckmäßigsten in einem kleinen Garten, ja klar, ist einfach die Kautschukfolie. Ja. Damit bin ich auch wesentlich flexibler, was so die Gestaltung angeht des Teiches. Gut, das war dann auch die letzte Frage. Wir haben die Fragerunde jetzt auch schon geschlossen. Und ja, damit gebe ich an dich, Martin, zurück. Ja, dann greife ich mal frech das Wort. Michaela, du siehst mir das nach. Ich würde gerne Ja. in die Schlussrunde einläuten. Allerseits herzlichen Dank für die spannenden Vorträge zum einen, dann auch für die nicht minder spannenden Fragen. Und das hat auch gezeigt, dass das Thema Grün, ökologisch wertvolles Grün in der Siedlung uns doch offensichtlich bewegt. Und ich möchte vielleicht nochmal diesen kernigen Spruch, jeder Quadratmeter zählt, ins Gedächtnis rufen. Also es ist kein Limit zu setzen nach unten. Man kann tatsächlich auch in Töpfen, in Blumentöpfen mit Wildpflanzen arbeiten und dann zumindest eine gute Nektar- und Pollentankstelle anbieten. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle den Mut haben, entweder unsere Quadratmeter weiter zu begrünen, ökologischer Art, oder eben damit anzufangen. Ich habe so den Eindruck, da ist jetzt auch ein Stein ins Wasser geworfen worden und ich hoffe, der zieht Wellen. Ja, in diesem Sinne einen schönen Abend für uns alle. Herzlichen Dank nochmal und ich hoffe, der Abend hat sich für uns alle gelohnt. Ich darf das für mich in Anspruch nehmen. Schönen Abend und tschüss.